Wir haben heute den 14. Oktober und allerschönstes Wetter. Wir haben hier fast 30 Grad heute und das im Mitte Oktober. Ja, ich finde es perfekt. Von mir aus könnten wir das ganze Jahr solche Temperaturen haben. Und ja, weil wir heute so schönes Wetter haben, drehe ich auch noch mal ein Video hier draußen. Danach geht es in unser Indoor-Studio. Die nächsten Videos werden dann vermutlich aus einem anderen Bereich gefilmt. Heute noch mal zu dem Thema Quitten. Und zwar möchte ich in diesem Video zeigen, wie man Quittenlikör herstellt. Ich möchte hier heute drei verschiedene Sorten Quittenlikör herstellen. Einmal einen Aronia-Quittenlikör, dann einen Kräuter-Chili-Quittenlikör und als drittes ein Quittenlikör mit Zimt und Vanille. Wenn Sie wissen möchten, wie man diesen Likör herstellt, dann bleiben Sie dran. Wie bei allen anderen Quittenrezepten auch, wenn ich die Quitte verarbeite, dann muss ich als erstes erstmal die feinen Härchen hier abrubbeln. Das mache ich jetzt auch, um den Likör vorzubereiten. Das heißt, man rubbelt die feinen Härchen einfach mit dem Handtuch ab. Man kann die eben auch ganz gut sehen. Das sind so ganz feine Härchen hier auf der Schale. Hier auch schön zu sehen. Die muss man dann eben abrubbeln. Die genauen Mengenangaben zu den einzelnen Rezepten finden Sie auch nochmal unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort liste ich auch nochmal das komplette Zubehör und alle Zutaten auf, auch mit Bezugsquellen, wo Sie die Zutaten bekommen. Zum Beispiel, wo wir unsere Vanilleschoten kaufen, Tonkabohnen kommen hier heute zum Einsatz. All das verlinke ich unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Quitte duftet sehr intensiv nach Apfel und Birne und es ist auch ein Zeichen dafür, dass sie reif ist und jetzt verarbeitet werden kann. Zur Vorbereitung des Quittenlikörs nehme ich mir als erstes die Quitten, viertel die Quitten. Schneide das Kerngehäuse raus, einmal nur, dass die Kerne weg sind. Dazu braucht man immer ein scharfes Messer, die Quitte ist immer sehr hart. Wer da ein bisschen unsicher ist und das nicht in der Hand machen möchte, sollte dann vielleicht einfach aufs Brett gehen mit dem Ganzen und das Kerngehäuse dann eben so rausschneiden. Ich bereite jetzt erstmal alle Quitten, die ich hier habe, vor. Wie gesagt, vierteln, Kerngehäuse raus und das bereite ich jetzt eben komplett vor. Nachdem ich die Quitten jetzt vorbereitet habe, das heißt die Härchen abgerubbelt habe, die Quitte gefittelt habe und das Kerngehäuse so gut wie möglich rausgeschnitten habe, geht es jetzt weiter. Und zwar schneide ich die Quitte nicht einfach nur in kleine Stücke, ich raspel die Quitte. So entfaltet sich der Geschmack noch besser nachher im Likör und es schmeckt dann also noch viel intensiver nach Quitte. Dazu nehme ich einfach eine ganz normale Küchenraspel und raspel die Viertelstückchen der Quitte. Man kann hier schon sehen, hier kommt dann auch schon der Saft raus. Das heißt, der Saft bzw. der Geschmack geht dann nachher wesentlich besser über in den Likör, sodass ich auch wirklich einen reinen, guten Quittenlikör vom Geschmack her habe. Natürlich dabei auch immer auf die Finger aufpassen. Lieber nicht ganz so weit runterhobeln und noch eine Ecke dran lassen, die man dann auch so mit reingeben kann. Aber auf jeden Fall immer aufpassen auf die Finger. Man kann die auch ganz schnell mal abrutschen. Und das wollen wir ja nicht. Ja, nachdem ich jetzt einen Teil der Quitten hier gehobelt und geraspelt habe, fülle ich die Quitte in Gläser. Wie gesagt, die genauen Zutaten, die genauen Mengen schreibe ich nochmal unter diesem Video in die Kommentare. Dazu verwende ich hier einen Einfüllstutzen. Das Glas soll ungefähr halb voll werden mit Quitte.
So, das reicht dann hier auch erstmal. Das Ganze noch mal ein bisschen runterstampfen. Jetzt habe ich das Glas ungefähr halb voll mit Quitte. So, jetzt geht es weiter. Und zwar fange ich mal an mit dem Aronia-Quittenlikör. Dazu verwende ich kandierte Aronia-Beeren. Die gebe ich hier mit in das Glas. So, was ich noch dazu gebe, Aronia-Blätter, Herbstblätter der Aronia-Pflanze, rote Blätter. Aus den Blättern wird hier die Farbe herausgezogen. Das heißt, ich habe nachher nochmal eine ganz tolle Färbung alleine durch die Blätter. Die Blätter mit dazugeben. So, jetzt den Rohrzucker dazugeben. Und das Ganze füllen wir jetzt auf mit ca. 500 ml Doppelkorn. Jetzt haben wir hier in dem Glas noch ein bisschen Platz. Jetzt gebe ich oben noch ein bisschen Quitte dazu. So, das reicht. Der komplette Inhalt sollte auch auf jeden Fall gut bedeckt sein mit Rum bzw. Doppelkorn, so dass die Zutaten nicht schimmeln, wenn sie freiliegen, ohne bedeckt zu sein vom Alkohol. Danach verschließe ich das Glas. Einmal gut durchschütteln. Und dann hätten wir auch schon die erste Ansatzmischung fertig. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Sorte. Und zwar machen wir jetzt einen Quitte-Kräuter-Chili-Likör. Dazu befüllen wir wieder das Glas. Bei dem Kräuter-Chili-Likör verwende ich ein bisschen mehr Quitte, einfach aus dem Grund, weil die weiteren Zutaten eben geringer sind, beziehungsweise in Pulverform und im Glas dann nicht so viel Platz wegnehmen. Mein 7-Kräuter-Pulver besteht aus Bibernellwurzel, Kümmel, Fenchel, Wacholderbeeren, Schafgarbe, Wermut und Anis. Das gebe ich jetzt einfach mit dazu, so 3 Teelöffel ungefähr. Dann gebe ich meine extra scharfen Chilischoten dazu. Natürlich wieder den Rohrzucker und den Doppelkorn. Auch hier wieder darauf achten, dass alles komplett bedeckt ist. Hier zu sehen, hier muss ich noch mal ein bisschen nachfüllen. So. Das war dann Nummer 2, Quitte Kräuter Chili Likör. Und jetzt geht es weiter mit dem dritten Likör und das wird ein Zimt Vanille Likör, der auch richtig fruchtig süß schmeckt nachher. Und dabei verwenden wir oder dazu geben wir auch noch die Tonkabohne. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. So, jetzt sind wir beim dritten Quittenlikör angekommen, auf den ich mich persönlich am meisten freue. Einfach, weil ich gespannt bin, wie sich die Aromen nachher mit der Quitte verbinden und wie der Likör dann später schmeckt. Dazu das gleiche Spiel. Die Quitte in den Behälter füllen.
Ganze wieder ein bisschen zusammenstopfen. Jetzt gebe ich dazu frische Vanilleschote. Dazu die Schote einmal längs durchschneiden. Das Vanillemark aus der Schote kratzen, ins Glas geben. Und natürlich die Schale auch mit dazu. Auch hier die Schale mit dazu. Und jetzt ein ganz besonderes Highlight. Und zwar die Tonkabohnen. Die Tonkabohne kann ich mit einem Mörser zerkleinern. Ich verwende hier einen kleinen Mixer, der eigentlich immer sehr praktisch ist, um Pulver herzustellen oder auch um Smoothies herzustellen. Perfekt, das Pulver mit ins Glas. Rohrzucker dazu. Und das Ganze wieder mit Doppelkorn auffüllen. Das war jetzt der dritte Quittenlikör, den ich hergestellt habe. Nachdem ich die Ansatzmischung vorbereitet habe, beziehungsweise so weit fertiggestellt habe, wie ich das jetzt in diesem Video getan habe, danach die Gläser verschließen, bisschen gut durchschütteln, ein paar Mal gut durchschütteln und danach an einen dunklen Ort stellen. Das Ganze muss ungefähr 6 bis 8 Wochen durchziehen und nach 6 bis 8 Wochen kann man das Ganze dann filtern. Dazu können Sie einen Kaffeefilter nehmen. In meinem Fall werde ich einen Kaffeefilter verwenden, einfach weil ich hier eben auch Pulver drin habe und auch kleine Bestandteile der Vanilleschote, sodass das Ganze durch einen normalen Kaffeefilter einfach rausgefiltert wird. Alternativ kann man auch ein Passiertuch nehmen oder ein Küchentuch, ein sauberes Küchentuch und den Ansatz dann nach 6 bis 8 Wochen einfach durch ein Küchentuch passieren. Wenn es bei mir soweit ist, in 6 bis 8 Wochen werde ich dazu nochmal ein Video drehen und auch nochmal berichten, wie der Geschmack sich entwickelt hat, welcher mir persönlich am besten geschmeckt hat, welcher Quittenlikör. Und ja, das war's dann für heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir für dieses Video einen Daumen nach oben geben. Gerne können Sie dieses Video auch teilen und abonnieren Sie unbedingt meinen Kanal. Vielen Dank!